Warum benutzen Zauberer nur einen Zauberstab und nicht einfach mehrere? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über das Instrument sprechen, mit dem Hexen und Zauberer ihre Magie kanalisieren. Ich spreche natürlich von Zauberstäben. Genauer gesagt werden wir über Zauberstäbe im Zusammenhang mit ihrer Notwendigkeit sprechen, wie es kommt, dass einige Zauberer einen Zauberstab benutzen, während andere scheinbar überhaupt keinen Bedarf an einem Zauberstab haben. Und schließlich noch eine Frage: Warum benutzen Hexen und Zauberer nicht mehrere Zauberstäbe? In den Originalbüchern gibt es Quellenangaben, die darauf hinweisen, dass die Verwendung von mehreren Zauberstäben plausibel ist. Warum tut es also niemand? Nun, wir wissen, dass es in der Zaubererwelt üblich ist, dass junge Hexen und Zauberer Ollivanders besuchen und ihren ersten Zauberstab erhalten. Ein Instrument, mit dem sie beginnen können, ihre magischen Fähigkeiten zu nutzen und zu kanalisieren. Er ist aus Holz oder einem anderen Material gefertigt und enthält in seinem Kern eine magische Substanz. Die von Ollivander hergestellten Zauberstäbe haben Kerne aus Phönixfedern, Einhornhaar oder Drachenherzfaser und sind von unterschiedlicher Holzart, Länge und Biegsamkeit. Und an dem Tag, an dem sie ihren ersten sehr persönlichen Zauberstab bekommen, beginnt ihre Reise in die Tiefen der Zaubererwelt. Die Bedeutung des Besitzes eines Zauberstabs in Harry Potter wird hervorgehoben, um anzudeuten, dass im Grunde keine Hexe und kein Zauberer, egal wie stark oder schwach sie oder er ist, ohne ihren Zauberstab wirklich vollständig ist. Der Zauberstab wählt den Zauberer aus. Wenn du ein Zauberer bist, kannst du deine Magie durch fast jedes Instrument kanalisieren. Die besten Ergebnisse werden jedoch immer dort erzielt, wo die stärksten Affinität zwischen Zauberer und Zauberstab besteht. Diese Verbindungen sind sehr komplex. Eine anfängliche Anziehung, dann ein gemeinsames Streben nach Erfahrung. Der Zauberstab lernt von dem Zauberer, der Zauberer vom Zauberstab. Und von dem Tag an, an dem die Paarung von Zauberstab und Hexe und Zauberer zum ersten Mal stattfindet, wird der Zauberstab mehr und mehr ein wichtiger Teil ihrer Existenz. Der Zauberstab und sein Besitzer gehen fast eine symbiotische Beziehung ein, und ein Teil dieses Aspekts ist die Tatsache, dass Zauberstäbe quasi empfindungsfähig sind. Sie sind in der Lage, eigenständig Handlungen durch ihren eigenen Willen zu leiten. Okay, Zauberstäbe sind also wichtig und die Beziehung zu ihrem Zaubernden ist ebenfalls wichtig. Aber das Erste, was ich hier betrachten möchte, bevor wir zu mehreren Zauberstäben kommen, ist: Sind sie wirklich notwendig? In Harry Potter sehen wir einige Zauber ohne Zauberstab, und das ist immer ein bisschen verwirrend. Aber braucht man nicht einen Zauberstab, um Zauber ausführen zu können? Nun, die Sache ist die: Zauberei ohne Zauberstab fällt uns nur deshalb so sehr auf, weil sie in der Welt der Zauberer nicht so bekannt ist, mit der wir uns vertraut gemacht haben. In den Büchern und Filmen wird uns von Anfang an beigebracht, dass ein Zauberstab für magische Leistungen unerlässlich ist. Während aber in Wirklichkeit zauberstablose Magie bei anderen Spezien und Kulturen die Norm ist. Perfekte Beispiele für magische Wesen, die in der Lage sind, ohne Zauberstäbe zu zaubern, sind Kobolde und Elfen. Sie benutzen keine Zauberstäbe und bezeichnen die Menschen, die es tun, sogar als Zauberstabträger. In der Welt von Harry Potter soll der Zauberstab eine europäische Erfindung sein, was bedeutet, dass Kulturen außerhalb Europas schon immer Magie ohne Zauberstab praktiziert haben. Es heißt, dass die Zauberer der amerikanischen Ureinwohner ihre eigenen Methoden zur Praktizierung von Magie hatten, die sogar vor der Kolonialisierung zurückreichen, und dass afrikanische Zauberer den Zauberstab erst im 20. Jahrhundert übernommen haben. Zauberei ohne Zauberstab ist also viel verbreiteter, als du vielleicht denkst. Ich denke, dass außerhalb dieser Kulturen und Spezien die Verwendung von Zauberei ohne Zauberstab in der Welt, in der die Verwendung eines Zauberstabs allgegenwärtig ist, auf eines von zwei Dingen zurückgeführt werden kann: mächtige magische Fähigkeiten, große Erfahrung und kalkuliertes Wirken oder Mangel an Erfahrung und zufälliges Wirken. Wenn du eine begabte Hexe oder ein begabter Zauberer bist und mächtig genug, um Magie ohne Zauberstab zu benutzen, brauchst du ihn nicht. Für diejenigen, denen es schwerfällt, Magie zu kanalisieren oder die einen besonders mächtigen Zauberspruch wirken wollen, könnte ein Zauberstab eine gute Möglichkeit sein, dies zu erreichen. Ich kann mir vorstellen, dass Zauberer wie Dumbledore und Voldemort in den meisten Fällen keine Notwendigkeit sehen, einen Zauberstab zu benutzen, da ihre Macht die der meisten anderen in der Zaubererwelt übersteigt. Wenn es jedoch zu einem Duell kommt, könnte ein Zauberstab sehr viel wichtiger sein, als man denkt. Und das ist wahrscheinlich, warum Voldemort und Dumbledore in ihrem schicksalshaften Duell ihre Zauberstäbe gegeneinander einsetzten. Okay, kommen wir nun zu mehreren Zauberstäben. Also, wenn Zauberstäbe gar nicht nötig sind, warum um alles in der Welt sollte man dann auf die Idee kommen, mehrere gleichzeitig zu benutzen?
Warum benutzt Harry in den Heiligtümern des Todes 3 Zauberstäbe gegen Fenrir Greyback? Er sprang über einen Sessel, riss die 3 Zauberstäbe aus Dracos Griff, richtete sie auf Greyback und schrie Betäuben. Der Werwolf wurde durch den dreifachen Zauber von den Füßen gehoben und flog zur Decke. Aus dieser Passage geht hervor, dass Harry mit mehreren Zauberstäben tatsächlich die Wirkung des Zaubers verstärkt hat, sodass Greyback an die Decke geflogen ist. Ist es also wirklich das Ergebnis mehrerer Zauberstäbe oder hätte auch ein Zauberstab genügt? Ich denke folgendes: Harrys Zauberspruch wurde in diesem Fall nicht durch die Verwendung mehrerer Zauberstäbe gestärkt. Okay, aber wenn es die Wirkung nicht verstärkt hat, warum hat er sie dann benutzt? Die Antwort: aus Reflex. Wenn wir uns die Stelle genau ansehen, sehen wir, dass Harry Draco die Zauberstäbe ziemlich aggressiv entrissen hat und sofort einen Zauberspruch rief. Das war keine kontrollierte Umgebung. Harry hat nicht 3 Zauberstäbe gesehen und gedacht, oh, das wird die dreifache Kraft sein. Er tat einfach, was er in diesem Moment tun konnte. Und wie sich herausstellte, hatte Draco 3 Zauberstäbe in der Hand. Okay, ich werde jetzt begründen, warum ich glaube, dass der Einsatz mehrerer Zauberstäbe in einigen extrem seltenen Fällen funktionieren könnte, aber die meiste Zeit über nicht funktioniert. Das erste Problem ist der Besitz des Zauberstabs. Wie ich bereits erwähnt habe, ist eine Beziehung zwischen einem Zauberstab und einem Zauberer sehr einzigartig und äußerst kompliziert. Es ist eine Art symbiotische Bindung, eine 1:1 Beziehung. Wir wissen, was passiert, wenn Hexen und Zauberer mit dem falschen Zauberstab gepaart werden. Man denke an Ron Weasleys Zauberstab oder Neville Longbottoms Zauberstab. Es endet einfach nicht gut. Diese Beispiele zeigen, dass es schwer genug ist, die Treue eines Zauberstabs zu gewinnen, geschweige denn von mehreren. Wir können also vernünftigerweise erwarten, dass ein Zauberer, der die Loyalität mehrerer Zauberstäbe erlangt hat, in einem Kampfszenario aus ihnen allen gleichzeitig Kapital schlagen kann. Ja, es ist möglich, die Loyalität mehrerer Zauberstäbe zu gewinnen, indem man den vorherigen Besitzer besiegt. Aber es ist auch ein sehr kompliziertes Thema und die Gesetze der Zauberstäbe sind nicht ganz klar, wie wir bei dem temperamentvollen Elderstab sehen konnten. Versteht mich nicht falsch, Zauberstäbe sind in der Lage, den Meister zu wechseln, aber es ist nicht so einfach, jemandem seinen Zauberstab abzunehmen. Normalerweise muss man die gegnerische Hexe oder den gegnerischen Zauberer entwaffnen, betäuben oder töten. Und selbst dann wählt der Zauberstab vielleicht nicht dich, sondern bleibt mit seinem vorherigen Meister verbunden. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach ist, mehrere Zauberstäbe zu benutzen. Wie hält man überhaupt 3 Dinge gleichzeitig in der Hand? In jeder Hand ein und ein auf den Kopf geschnallt? Also ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Ein Beispiel aus der realen Welt wären Waffen. Klar, ein Schwert ist eine mächtige Waffe, aber 2 zu benutzen bedeutet nicht gleich, dass es besser ist als 1. Es bedeutet wahrscheinlich nur, dass man mit jeder Waffe ein wenig effektiver ist. Und genauso sehe ich die Verwendung von mehreren Zauberstäben für jemanden. Selbst wenn man mit all diesen Zauberstäben richtige Loyalitäten aufgebaut hat, was ohnehin sehr unwahrscheinlich ist. Ich denke, die einzige Möglichkeit, wie das funktionieren könnte, wäre, wenn jemand zufällig mehrere Zauberstäbe gewählt hat, als er noch jung war. Das würde ihm die Treue mehrerer Zauberstäbe verleihen und ihnen auch die Möglichkeit geben, sich an mehrere Zauberstäbe zu gewöhnen. Aber selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob das ein Vorteil wäre. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Was haltet ihr von mehreren Zauberstäben? Würdet ihr auch gerne mehrere besitzen oder lieber nur einen? Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.